Ja, guten Tag und damit herzlich willkommen zu Punch Club. Und ich habe mal wieder vergessen, den Titelscreen zu machen. Und ich glaube, wir haben. Ich hatte einen Fehler gehabt. Als ich gerade die Aufnahme beenden wollte, hatte ich wahrscheinlich der Spielstand nicht gespeichert, weil Punch Club X hat auf einmal ein Problem festgestellt und hat sich einfach geschlossen. Ja. Dann machen wir mal Musik an, denn ich habe keinen Bock auf das typische Zeug. So, es müsste leise genug sein. Fast habe ich den gleichen Fehler wieder gemacht und es geschlossen. Ich weiß gar nicht mal, was wir letztes Mal gemacht haben. Deswegen, mal sehen. Ja, wir kommen hier zu Punch Club. Ja, Mann, ich bin da. Wollen wir mal kämpfen gehen? Genug für heute, kommen morgen wieder, ja. Jetzt können wir sehen, welches Talent hatten wir denn letztes, wollte ich den letzten Mal nehmen oder habe ich den letzten Mal genommen? Nee, hat sich gespeichert. Hoffe ich mal. Ich hab mich noch erinnert, ich habe gesagt, oh, nehme demoralisieren, dann das und dann das. Deswegen, tja. So, mal sehen. In den Kommentaren stand auch, man muss sich für eines entscheiden, für Ultimate Fights oder Liga. Einfach ist es illegal. Liga. Ja, guck mal, auf welchem Platz sind wir denn bei der Liga jetzt? Zweiter. Wir müssen nur noch den hier mal wegbashen irgendwann mal. Also, boah. Müsste dann kein Problem sein eigentlich. Der hat ja nur viel. So. Mit dem restlichen Leben, was ich übrig habe. Oder so. Mache ich mal ein bisschen Werbung. Nein. Geh mal ein bisschen arbeiten. Ah ja, und müssen noch den vierten Ninja Turtle noch besiegen. Aber dafür muss ich noch ein bisschen trainieren. Kann es eh nicht, ich krieg noch nicht mal das Geld. Ah, egal. War ein Versuch wert. War ein Versuch wert, aber nein, nein, nein. Hat leider nicht geklappt. Ja. Hier ist nichts zu essen drin. Ja, warum nur? Machen wir bei mir die Musik lauter. Muss man nachher noch gucken bei meinem Schneidprogramm, wie ich das dann schneide. Nicht schneide, sondern wie ich laut ich die Musik mache und wie leise ich bin dann. Denn das ist ein kleines Problem. Ich vergesse immer, ich habe hier meistens die Musik hatte ich dann auf 100% und das Spiel auch auf 100%. Das heißt, die überlappen sich genauso, wie ihr es hört. Und eigentlich mache ich das immer beim Dingens, dann mache ich das dann runter, sodass ich das gleich anhört. Aber ja. Vergessen habe ich's. Ich habe es vergessen, das hab ich. Jetzt ist für mich die Musik hier alles laut, weil ich an der Anlage ja meine Kopfhörer dann habe. So, und ich hoffe, dass diesmal mal nicht das getrackt wird von irgendwelchen Leuten, die da meinen, dass das getrackt werden muss. Oh, ich bin ja schon. Dann essen wir was und dann trainieren wir. Trainieren. Also Nieren, ne? Hallo? Ah. Ja, super. Würde gerne Geschicklichkeit auf 13 kriegen. Ich glaube, ich sollte besser beim Fitnessstudio trainieren, solange ich noch verliebt bin. Boah, ist das laut in meinen Ohren. Alter. Alter, ist das laut. Ist das laut. Oh, ist heute Kampf? Warte, warte, hör auf, hör auf, hör auf, hör auf. Alter. Ach, Ultimate Fights, da hab ich jetzt keinen Bock drauf, ja? Obwohl? Komm, mach ich mal. Wegen des Geld. Des Geldes wegen. Wegen Geld. Das reicht, das reicht, das reicht. So. Ultimate Fights, Ultimate Fights. Gegen Mr. Black Suit!
Boah, gegen zwei, ja genau, Ausdauerkämpfe. Müsste eigentlich möglich sein. Hier, willkommen hier beim Hippie-Konzert. Ach guck mal, das ist einfach. Aber dann noch gegen den anderen. Ich weiß nicht, was der für Werte hat. Hoffe ich mal ganz gute. Ganz schlechte. Ah ja. Das ist nix, das ist voll einfach hier. Aber ich glaube, die Hardcore-Kämpfe werden ein wenig kritisch. Mein Gott. Die Musik. Jemand? Oh, jetzt ist die Musik weg. Ah, nee. Ja, Mann, wir schaffen das. Ja. Ja. Win. Mir fällt gerade ein, eigentlich muss ich die Musik genauso laut machen, wie das Spiel ist. Weil es ja alles in eine Dinge untergetragen wird. Hey, warum? Warte. Zurück. Das darf nicht hörbar sein, weil sonst EA anfängt zu. EA. Paramount Pictures sich meldet. Da habe ich keinen Bock drauf. So. Jo, das ist viel schöner. Oh ja. Fred Gantley, du wirst erschlagen. Ja, jetzt hier, das wird dich. Irgendwas. Ja, geil. Guck mal, da ist er weg. Da ist er weg. Das wird alles einfach sein. Ja, ja, einfach. Der hat voll die platte Nase. Der hat schon mal auf den Maul bekommen. So. Win. 7 Dinger da, Token Toast, irgendwas. Schön. Schön. So, und jetzt, wenn ich schon mal im Rausch bin, gehe ich zur Bar. Mal so, ne, gucken, neugierig. Wow, sieht aus wie ein Burger, den ich mal lieber mit. Also, wenn man wirklich richtig nötig hat, kann man einen Burger essen. Okay. Bestimmt gegen some guy, also irgendein Typ. Irgendein Typ. Fight. So. Guck mal, der macht sich ja selber Schaden, also. Die Musik passt gar nicht zu diesem actiongeladenen Spiel. Aber egal, ich lasse sie durchlaufen. Alter, alter, alter Verwalter. Kann auch sein, dass ihr die Musik nachher nicht mehr hört. Das wäre auch sehr witzig. Da, weg ist er! Geht doch! Hui! Hallo! So. 4 Dinger, kein Geld, kein gar nichts. Ich finde keinen neuen Gegner für dich. Du bist jetzt der Beste hier. Viel Reich, Street Fighter! Du hast Street Fighter! Street Fighter, du hast es gewonnen. Ich habe immer an dich geglaubt. Hä, wer jetzt? Und übrigens bist du ein echt toller Du bist ein echt toller Klar. Das freut mich zu hören. Ich brauche deine Hilfe. Ja, natürlich. Ich habe einen Zwillingsbruder, der in einer Wohnwagensiedlung wohnt. Und er hat Probleme mit seinen Nachbarn. Es wäre toll, wenn du ihm helfen könntest. Triff Mikey in einem Camp. Aber pass auf die Hunnis auf. Okay. Das hätte ich jetzt irgendwie nicht erwartet. Camp! Ah, guck dir den an, Alter, wie geil. Oh, süß. Hier ist er. Mikey! Sonst ist hier. Oh, hier ist ein Blumentopf, aber naja. Hi, dein Bruder Tyler hat mich geschickt, um dir zu helfen. Das ist gut, ich bin Mikey.
Du hast Tylers Bruder getroffen. Er scheint ein netter Kerl. Netter Kerl zu sein, aber sei lieber vorsichtig, wenn du Geschäfte mit ihm machst. Also, was ist dein Problem, abgesehen, dass du von hier in diesem Loch wohnst? Nappa Bobo, der gehört den ganzen Tag laute Musik. Ich könnte es verdreschen, habe aber Angst, ihn umzubringen. Redest du mit ihm? Du siehst so aus, könntest du das, wenn du verstehst, was ich meine. Ruhe. Bringe Bobo dazu, mehr Respekt von seinen Nachbarn zu haben. Laute Musik kann ganz schön stören. Alles klar, ich rede mit Bobo. Das ist gut, dann habe ich ein Geschenk für dich. Das ist doch der Bobo, der uns vorhin, der uns in der ersten Folge weggeschlagen hat. Aha, so sehen wir uns wieder. Hi, bist du Bobo? Ja, das bin ich. Wer will das wissen? Du hast Bobo getroffen. Weißt du, und weißt was? Ich glaube, ich habe mich zum ersten Mal richtig geirrt. Niki sagte mir, dass du ein Problem mit lauter Musik hast. Was hat er vielleicht? Ich bin nicht. Ich nicht. Und wenn ich das absisch, dann hast du bald auch ein Problem. Jetzt sehe ich das Problem, ein fetter. Jetzt sehe ich das Problem, ein frecher Fettsack. Ja, das ist wo ich hier nicht kämpfen. Was hat denn hier? Schlagmann, sehr stark. 24, Alter. Hoher Schlag, stärker als einfach Schlag, verbraucht aber auch mehr Energie. Berserker, du hast 30 Minuten. Wie im Bobo kämpfen. Reiterisch müssen wir sogar gewinnen. Ja! Geil! Bobo, so sehen wir uns mal wieder, ne? So sehen wir uns wieder. Voll unfair, der kämpft. Ich kämpfe mit Fäusten und der kämpft mit einem Baseballschläger und verliert und trifft das noch nicht mal. Aber der hat gar keine Genauigkeit. Okay, Alter, jetzt hat uns einmal in die Fresse geschlagen mit dem Ding, aber der hat gleich. Ich mag Bobo irgendwie, der ist voll cool. Den auf einer Harley? Ja, da hinten der Roller. Ach, geil. Das sehe ich jetzt erst. So sieht ja auch jeder Wohnmobilparkplatz aus. Alter. Bams. Komm, einmal noch. Bams. Zweimal hintereinander runtergehauen. Win. Du gewinnst. 5 Dinger. 50 früh. Und Alter, minus 16 Herzen. Mach deine Musik leiser, klar? Ja, natürlich, aber dann höre ich nichts. Ich brauche ein Hörgerät, aber ich habe meins verloren. Wenn du mir ein neues Hörgerät suchen würdest, wäre das toll. Gleich, helf dir. Der süße Klang von Musik. Findest du das Hörgerät? Du kannst dich aber mit Hörschäden fragen. Vielleicht haben die ein Hörgerät. Okay. Also Hörgerät. Wer kann denn ein Hörgerät haben, ist die Frage. Mick, der ist ja alt. Das Beste. Der ist ja alt, der muss eins benutzen können, tun. Frag nach Hörgerät. Mick, hast du ein Hörgerät? Ich mag zwar alt sein, aber ich konnte hören gar nicht noch ganz gut. Scheiße. Der Don, der hat doch. Ist auch alt, der hat bestimmt eins. So. Wie geht's Don? Ich war einen großen Teil von meiner Arbeit für Don. Ja, okay, dann. Wie geht's Don? Hey, wie geht's Don? Ich bin ein vielbeschäftiger Mann, mein Junge. Störe mich nicht grundlos. Muckibude. Ah, ich will kämpfen mal gegen. Silber, kurz mal. Silber. Silber. Ist das nicht unser Bruder, oder? Nee. Wo ist denn unser Bruder? La 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 la. So. Ja, da sind wir nun am Kämpfen in der Schmiedi-Piti-Halle. Von Punch Club. Und Bams, weg ist er. Und. Komm, nein, kriegen wir nicht mal. Win. Kriegen wir 3 Token und Fertigkeitspunkte Token. Komm, jetzt noch einmal gewinnen, haben wir wieder genug. Er hat also kein Hörgerät.
Er vielleicht. Ist ja auch alt. Sind alles alt, Leute. Sei gegrüßt, mein Held. Alter, diese Geräusche, wenn diese reden, ne? Wenn man es auf laut hat, hört man das richtig raus. Frag nach Hörgerät. Hey, Apo, verkaufst du Hörgeräte? Tut mir leid, ich verkaufe nur Essbares. Du sollst einen Spezialisten fragen. Ich verkaufe, ja, essbare Teddybären. Ah, geil. Und Terpentin. Und Putzmittel, auch essbar. Oder ist das Orangensaft in der, keine Ahnung. Discount 5 Dollar Kaffee, ja. Yo. Jo, im Hintergrund hier die Autos, wie geil. Komm, ich stock hier nochmal auf. Kühlschrank voll. So. Das hab ich mal gemacht. Am PM. Ah, AM PM. 24 Stunden. Natürlich spiegelverkehrt. Vielleicht hat Mr. Popper oder der Arzt. Der Zauberer, der kann doch einen haben. Hier, Popper. Hi, hast du ein Hörgerät? Yo, das muss ich benutzen. Meine Ohren sind nicht halb so stark wie meine Muckis. Cool, hättest du vielleicht ein altes übrig? Ich habe mir gerade ein neues gekauft, das kannst du mein altes Hörgerät haben. Das war einfach. Ja, und der hier hat auch nichts zu sagen. Dann gehen wir jetzt zurück nach... Ich mal mit dem Bus, ich habe keinen Bock, dass der Tag vergeht. So, Bobo, da haben wir was für dich. Ich habe ein Hörgerät für dich. Oh, vielen Dank, das ist großartig. Der süße Klang von Musik. Bobo wirkt mit seinem neuen Körper so glücklich. Ich hoffe, dass sein Rogo-Würde deswegen aufhört. Du bist ein guter Kerl. Yay. Hier ist mein Angel. Willst du für mich arbeiten? Das ist gutes Geld, Junge. Nein, nein, ich will kein... Warum nicht? Bestimmt alles illegal, aber ist mir egal. Gut, der Job ist es, meinen Anteil bei den lokalen Geschäften einzutreiben. Der Gangster. Jetzt gehörst du zu Bobos Gang. Kann ich dich jetzt kleiner Bobo nennen? Nö. Die Hälfte des Geldes gehört dir. Jeden dritten Tag kommst du hier vorbei und wir geben dir eine Liste mit Läden, die du besuchen musst. Aha. Du kannst jetzt gleich anfangen. Verdiene etwas Geld. Heute ist ein guter Tag. Ich warte immer noch. Okay. Jo, es ist Zeit. Okay, wo ist mein Werkzeug? Werkzeug. Yeah, guck das mal an, Alter, wie geil. Jedes Mal, wenn du die Outlet legst, bekommst du 100 Dollar. Yeah. Kann ich nochmal? Finde ihr das Geld? Gib ihnen ein wenig Zeit, um Geld für uns zu verdienen. Ja. Ach ja, ich sollte mich vielleicht mal für den Liga. Ach, das ist morgen. Also, ja, dann nach Hause, essen. Trainieren. Dein Zuhause. Komm, den Engine Drink hau ich mir jetzt rein. So. Heute ist Kampf, gut zu wissen. Das will ich nicht hören. Oder doch? Ach, lass drauf. Scheiß drauf. Wir gehen diesmal zum Mucki. Nein, ich hätte den Bus nehmen sollen. Ah, egal. Ah, ich kann ja dann nebenbei mal mit gegen Silberkämpfe und dann noch Kunde für heute kommen. Was? Ich hab doch das. Oh. Komm, wenn ich schon da bin, dann kann ich nochmal Steaks kaufen. Nach. Und hier ist so Fuß hin. Fusu. So, jetzt. Da. Was ist das? Och, fick dich doch, du Hurenkind. Sagte er zu seinem Bruder. So, dahin. Heute habe ich keine Bösewichten Angebot. Haha. Ja, du mich auch. So, jetzt müsste es doch gehen. Mein Gott, ich habe doch schon. Oh, ich will doch die. Ach, egal. Du kannst dich vergessen. So. Hallo? Also. Ja, irgendwie. Ja, okay, das ist eigentlich eine gute Lösung. Komm, ich mach das lieber mit den einzelnen Dingern. Ich hab keinen Bock, auch Stärke auf 3 zu haben. Hm.
jetzt geht's los hier. Trainieren, trainieren. Trainieren, ja. Trainieren, trainieren. Studieren. Trainieren. Ja, geil. Ich muss auf Level 13 kommen. Level 13, Level 13. Okay, das reicht. Das reicht, das reicht, das reicht, Junge. Da weiß ich nicht, wann genug ist, ey. Wir kämpfen jetzt gegen Mr. Keksdose. Okay, Dragon Whale. Das ist wegen Mr. Keksdose, so. Junge, übertreib. Der sieht fast aus wie wir. Nur der ist nicht alt. Sieht, wir haben diesen leichten silbernen Schimmer an der Seite. Das heißt, dass wir alt sind. Aber der ist ein Nix. Was hat der für Tritte? Alter? Hoher Tritt und gerade High Kick. Und ausweichen, ja. Komm schon. Bam. Weg ist er. Win. 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 $20, $60 sogar. Und 9. 9. Geil. So kann ich jetzt gegen dich kämpfen, mein Bruder. Okay, irgendwie. Ja, kannst mich mal am Sack lecken, ja? Ich trainiere es weiter. Voll unverschämt, dass er rausgeht und dann ist. Meine Fresse, ey. Wird nur noch heute, oder noch ein paar Stunden sind wir noch verliebt. Okay, es bringt nichts mehr. Das bringt nichts mehr. Das bringt nichts mehr. Ah, vielleicht soll ich mal anmelden. Macht der Boxsack. Boxsack. Boxsack hat, macht er eben genug. Ich möchte jetzt aber wirklich Geschicklichkeit mal auf 13 bekommen. Und Dings auf 7. Und gleich ist unsere Verliebtheit weg. Dann gehen wir zur Alten hin. Hier ist sie weg. So, Level 13. So. Dann gehen wir erstmal raus hier, um mit unserem Kollegen das Ding zu trainieren. Mann, ich will weiterspielen, aber ich kann nicht aufnehmen so lange. Ich würde gerne eine Session aufnehmen. Ich würde so gerne eine Session aufnehmen, ey. Boah, wäre viel geiler. Muss ich nicht immer jeden Tag denken, so, oh nein, ich kann nicht am PC spielen. Ich kann nichts machen, weil ich aufnehmen muss. Ah ja, wir können kämpfen, merke ich gerade. Hallo? Hallo? Ah. Komisch. Also liegt nicht an der Performance. Das Ding verbraucht noch nicht mal 40% meiner CPU. Meine CPU ist richtig scheiße, muss ich so mal sagen. Aber ich kann alles mögliche spielen auf diesem PC, was irgendwie sehr merkwürdig ist, dafür, dass er so scheiße ist. So. Wir holen uns jetzt noch unsere extra Pünktchen. Alter. Der ist sowas von weg. Der ist sofort weg, ist er. Und Bams. Belohnungen, 3 Dinger. So. Dinger. Auge des Tigers. Weg des Tigers, nicht Auge des Tigers. Eye of the Tiger. So, Kickdropper kommt dann danach und dann Sklave des Windes. Und dann, ne, dann erst Geschicklichkeit, dann Sklave des Windes und dann hier fall ich in 3. Dann hier bis zum Kobraschlag. Du wirfst den erlittenen Schaden zu Beginn der Angriffsphase auf deinen Gegner zurück.
mal testen, dann. Was wollte ich jetzt machen? Ach ja, ich wollte das hier machen. Tschüss! Nein, ich hab's schon wieder getan! Fuck! Zum Glück hab ich diesmal... Ja, Fabs funktioniert nicht mehr. Zum Glück hab ich diesmal, gespeichert, bevor ich aus Versehen das minimiert habe. Mann, das darf ich nicht mal machen. Und... Ja, okay, Punch Club geht noch, aber naja. Dann bis zur nächsten Folge. Viel Spaß, ich muss das jetzt synchronisieren. Na super, danke. Scheiße.